Hallo bei Daddy Vintage. Endlich ist es soweit. Sylvester Stallone in seiner ersten Serie. Er kann gar nicht zu alt sein dafür. Absolut cool. Tulsa King. Jetzt auf Paramount Plus, auch über Sky in Deutschland kostenlos zu sehen. Und zwei Folgen sind bis jetzt gelaufen. Die Folgen laufen einmal wöchentlich, jeden Sonntag. Ich erzähle euch, wie mir die ersten beiden Folgen gefallen haben. Bleibt dran. The power of the dark side, 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 Ich bin ja absoluter Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger-Film. Und man kann sagen, dass bis auf die Terminator-Filme bin ich eigentlich eher so der Typ Stallone. Und dass es jetzt eine Serie gibt, finde ich super geil. Diese Mafia-Serie, so von der Musik, die da so lief, erinnerte mich das auch ein bisschen so an so Better Call Saul und Breaking Bad. Aber worum geht's eigentlich? Sylvester Stallone ist ein Gangster, der 25 Jahre im Gefängnis saß. Aber wir wollen ihn natürlich nicht ganz unsympathisch haben und deshalb wird uns verraten, dass er den Mord gar nicht begangen hat, den hat er auf sich genommen. Und der andere Mord war sozusagen wohl eher so ein Gefängnismord aus Notwehr. Also könnte man sagen, er ist kein kaltblütiger Mörder. Nach 25 Jahren wird er entlassen, er kennt kein Alexa-Gerät, er kennt kein Smartphone. Und das Erste, was er. Gerätesuche wird Alexa, gestartet. stopp! Das hat man davon, wenn man live ist. Er kennt kein Smartphone und das Erste, was er macht, er sucht die Gangsterfamilie auf, um sich sozusagen dafür entschädigen zu lassen, dass er den Mord auf sich genommen hat. Aber natürlich ist in 25 Jahren viel passiert, es ist eine neue Generation rangewachsen und sein Platz ist sozusagen besetzt. Aber man hätte ihn ja auch irgendwie mit 1 Million oder so abfinden können, aber so ist es nicht, sondern es wird gleich wieder ins Geschäft gedacht. Er soll abgeschoben werden. Und da scheint es in Amerika noch irgendeine Stadt, irgendein Kaff zu geben, wo die Kriminalität noch nicht am explodieren ist. Und er wird nach Tulsa abgeschoben, Oklahoma. Er hat natürlich überhaupt keinen Bock drauf, aber er muss sich ein bisschen auch an die Regeln halten. Braucht nichts weiter zu machen, als einmal pro Woche 5.000 Dollar rüber zu schicken, sozusagen an seine Mafia-Familie. Und dann geht's los. Er steigt ins Flugzeug und fliegt dahin. Was jetzt natürlich so ein bisschen übertrieben ist, dass er gleich jetzt den ersten Taxifahrer, den er trifft, gleich zu seinem Fahrer macht und gleich den ersten Laden, an dem er vorbeifährt, gleich erstmal hochnimmt. Mit der Androhung hoher Gewalt. Aber es fängt an, eben, er fängt an, da sein Geschäft aufzubauen, will auch gleich so ein bisschen da so die Marihuana-Plantagen auskundschaften und gucken, mit welchen Leuten er da Deals machen kann. Wie gesagt, er wird uns natürlich verkauft als einer, der knallhart sein kann, aber eben nicht als knallharter Mörder. Soweit ich es weiß, hat er ja auch keine Pistole dabei. Auf alle Fälle bleibt das natürlich nicht unverborgen. Also die Polizei weiß schon, dass er an dem Ort ist. Und irgendein Gangster bekommt es mit und denkt, dass er wegen ihm in dem Ort ist. Und ich vermute mal, dass da schon der erste Mordanschlag auf ihn geplant wird. Im Rahmen der Rahmenhandlung sieht man noch, dass er eine Tochter hat, mit der er seit 18 Jahren nicht mehr gesprochen hat. Mit der Kontakt aufnehmen will, aber sie hat kein Interesse, mit ihm zu reden. Und er hat einen One-Night-Stand mit einer Frau, wo sich später herausstellt, dass sie für eine Regierungsbehörde oder für die Polizei arbeitet. Aber er hat sich ja offiziell da noch nicht zu Schulden kommen lassen. Auf Bewährung ist er wahrscheinlich nicht, aber meiner Meinung nach wirkt er da natürlich ein bisschen unvorsichtig. Da müsste ja nur einer gegen ihn aussagen. Das muss man mal sehen, ob die Serie da noch eskaliert. Also von der Stimmung her
Hat es mir richtig gut gefallen. Coole Atmosphäre. Ich habe übrigens nie Der Pate gesehen. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr euch Tulsa King angucken werdet oder ob das total an euch vorbeigeht. Super geile Folgen. Ich werde am Ball bleiben. Bis zum nächsten Mal, euer Philipp von Daddy Vintage. Tschüss.